wie man sich als Trader oder Investor eine Checkliste aufbaut und dadurch mehr Zeit und mehr Sicherheit an der Börse gewinnt, erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Amir und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie man sich eine Checkliste aufbaut und warum es wirklich essentiell ist, vor allem auch mit Checklisten als Trader, als Investor zu arbeiten. Was wir jetzt gerade vor allem in diesen volatilen Märkten verspüren, ist, dass viele gerade unsicher werden. Das heißt, einfach gesagt, ja, man überlegt sich ja, soll ich jetzt nachkaufen? Wohin kann meine Position gehen? Ich bin jetzt, was weiß ich, 2, 3, 5, 10% im Minus und man fühlt sich einfach unsicher und man weiß nicht, was man jetzt am besten tun sollte. So, und das spiegelt sich vor allem wieder, da man A, extrem viel Zeit verliert, weil man jetzt anfängt, unnötig viele Nachrichten zu lesen, weil man sich verschiedene Podcasts anhört, aber gleichzeitig einfach auch so eine Unruhe hat, wenn man ja im Endeffekt sein Portfolio sich anschaut oder wenn man versucht zu handeln. Weil, wie gesagt, es gibt ja eigentlich drei Situationen an der Börse. Entweder man geht long, man geht short oder man macht halt gar nichts. Aber gerade, ja, weil die Werte, sag ich mal, jetzt in 2021 so gut gelaufen sind, sind viele einfach stark investiert gewesen, haben jetzt einen relativ starken Hit jetzt über Dezember und Januar mitgenommen und jetzt sind sie halt am Überlegen, okay, was mache ich jetzt, wie handle ich jetzt weiter und so weiter und so fort. Und genauso wie das erfolgreiche, ja, auch Hedgefondsmanager machen, genauso kann man das aber auch als Privatanleger umsetzen. Und das ist wirklich wichtig, dass man mit einer Checkliste arbeitet. Was ist eine Checkliste und wie geht man vor allem vor? Also wie gesagt, in diesem Video soll es ja vor allen Dingen darum gehen, einfach mal die Grundzüge daran zu erkennen und gleichzeitig sich das dann auch selber aneignen zu können. Der allererste Schritt ist, dass man im Endeffekt eine Checkliste hat und das ist ja ganz einfach auch beschrieben, im Endeffekt auch wirklich eine Liste ist. Also es muss wirklich etwas sein, wo man genau weiß, alles klar, das ist der erste Punkt, das ist der zweite Punkt, das ist der dritte Punkt und genauso gehe ich auch vor. Das heißt, gerade an der Börse, gerade wenn es auch volatil wird, wie jetzt, wie gesagt, dann muss man ja auch relativ schnell Chancen ergreifen können. Ich weiß, es gibt die Leute, die sagen, sind Investoren und gerade auch als Unternehmer, gerade oder als Selbstständiger, wenn man sehr, sehr viel zu tun hat und man überall eingespannt ist und verschiedene, was weiß ich, Vertrieb, Marketing, dies, das, jenes einfach alles machen muss, dass man gleichzeitig aber immer noch, ja, dieses Bewusstsein für die Börse hat, anstatt zu sagen, naja, ich lasse das einfach mal liegen, das wird schon irgendwie klappen über die nächsten 5 bis 10 Jahre, stimmt auch zu einem gewissen Teil. Gleichzeitig aber würde ich nicht wollen, dass, ja, sage ich mal, meine Performance oder ja, mein Portfolio einfach davon abhängt, dass ich das über die nächsten 10, 20, 30 Jahre einfach nur halte und dementsprechend aber auch, wenn der Markt dann short geht, ich extrem viel liegen lasse oder viele sind, ja, sage ich mal, vielleicht Ende oder Mitte, Ende letzten Jahres sogar nur eingestiegen. Das heißt, man nimmt einfach erstmal einen ordentlichen Hit mit und bis man den wieder auskuriert hat, muss man ja fast teilweise das Doppelte an der Performance wieder rausholen, um diese Verluste irgendwie wieder gut zu machen. Und jetzt kommen wir eben zu dieser Problematik oder das ist auch eben gerade die Chance, warum man aber auch, gerade wenn man sehr, sehr viel Zeit für eben andere Tätigkeiten oder sei es auch Familie oder auch irgendwie schönere Sachen hat oder verwenden möchte, dass man da eben mit Checklisten arbeitet. Das heißt, das erste Grundprinzip ist, sich wirklich strukturiert eine Liste wirklich aufzubauen, die man abarbeiten kann. Weil viele sagen uns auch, ja, ich habe keine Disziplin oder ah, ich habe jetzt mich dem und dem entschieden, weil ich habe die Disziplin nicht gehabt. Disziplin musst du benennen können. Das heißt, Disziplin muss wirklich ein haargenauer Plan sein, den du von oben bis unten abarbeiten musst. So, und wenn du dich dann nicht daran hältst, dann hat das andere Faktoren oder dann fehlt dir einfach der nötige Respekt vor dir selbst. Aber wenn du nicht Disziplin benennen konntest von Beginn an, dann kannst du oder dann brauchst du dich auch nicht schlecht fühlen, dass du es nicht eingehalten hast. Oder andere sagen, ich habe meinen Stopp nachgezogen, ich habe irgendwas gemacht, was ich jetzt nicht in der Situation hätte machen dürfen, aber einfach, weil ich panisch wurde oder weil ich warum auch immer irgendeine Entscheidung getroffen habe. Diese Entscheidung, wie gesagt, fehlerhaft war, aber nicht, weil du gesagt hast, okay, ich will jetzt eine fehlerhafte Entscheidung treffen, sondern weil du nicht die nötigen Prozesse oder nicht die nötigen Bausteine, die einfach vorab
aufgeschrieben hast und diese dann wirklich dann nur noch abarbeiten musstest. So, und wenn man sich diese Checkliste aufbaut, dann ist es auch wichtig, das machen wir, oder das hat, wie gesagt, Nasir über die letzten Jahrzehnte sich dann halt eben hart erarbeitet, aber das geben natürlich auch wir unseren Partnern, sowohl privat als auch institutionell, geben wir natürlich auch genauso mit. Und da ist es natürlich wichtig, dass im zweiten Schritt das Ganze logisch vonstatten geht. Das heißt, dass man einen logischen Aufbau hat. Also, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt hier von A nach B. So, und dann gehen wir von B nach C und dann von C nach D. Also, dass man sich wirklich nicht nur einfach irgendwelche Eckpunkte oder irgendwelche Bestandteile dann irgendwie aufgeschrieben hat, wo man sagt, ah, das ist wichtig, dass ich mir das irgendwie angeschaut habe, sondern, und dadurch kann man dann eben hohe Wahrscheinlichkeiten aufbauen oder dadurch ergibt sich auch diese Wahrscheinlichkeitskette, weil man dann eben sagen kann, okay, welche Prozessbausteine oder welche Bausteine müssen dann immer der gegebenen Situation da sein und wie gehe ich die auch vor? Es gibt, wie gesagt, auch Fundamentalanalysten, also die sich eigentlich nur auf Daten der Unternehmen, sage ich mal, basieren. Aber gerade auch, wie gesagt, größere Hedgefonds sehen wir immer wieder, dass die auch diese Checkliste haben, dass die auch, wie gesagt, einen strukturierten Gedankenprozess haben, anstatt zu sagen, ich lese jetzt, was weiß ich, einfach mal Nachrichten und schaue mir das irgendwie mal an oder gehe danach Gefühl oder sonstiges. Sondern es ist wirklich so, dass man sich immer, wie gesagt, Gedanken machen muss, wie man das Ganze umsetzt, weil dann kann man nämlich auch schöne Rückschlüsse ziehen, dass wenn A, B, wie auch immer, das nicht funktioniert hat, dass man dann hier sagen kann, okay, dann muss hier wieder dieser Prozessbaustein folgen. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen und ich muss mir wieder neue Gedanken machen, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Problematisch wird es dann eben nur, wenn man eben in diesem Prozess, und das ist eben das, was die meisten einfach dann selber aber auch nicht erkennen können, wenn sie in dem Prozess einen Fehler drin haben oder einen Prozessbaustein einfach nicht beinhaltet haben. Das heißt, dass wir einfach voranschreiten und jetzt dann einfach sagen, ah okay, dann können wir ja einfach hier rüberspringen. Dabei haben sie nicht erkannt, dass ihnen ein essentieller Part fehlt. Und das macht dann die Leute, also wenn sie überhaupt mal so weit gekommen sind, dass sie sich eine Checkliste aufgebaut haben, dass sie dann nicht checken, welcher Weg im Endeffekt der logische ist und welcher Weg vor allem essentiell ist, um diese Wahrscheinlichkeiten aufzubauen. Weil nur weil, wie gesagt, einmal irgendwas funktioniert hat oder weil man mal einen Podcast gehört hat oder was auch immer oder einen Börsenbrief dann irgendwie bekommt, das ist ja dann, sag ich mal, der schlimmste Faktor, wenn man so wenig Zeit hat, dass man sagt, okay, man handelt jetzt einfach nur irgendwelchen Börsenbriefen oder so hinterher, dass man dann eigentlich im Endeffekt gar keine Ahnung mehr hat, was man oder warum eine Entscheidung getroffen wurde und man dann im Endeffekt ja nur noch abhängig ist, was andere Leute haben und dieser Prozess sich A, nie aufgebaut wird. Und gleichzeitig, aber wenn man, sage ich mal, schon für sich privat handelt, dass es einfach wichtig ist, dass man diesen Prozess sich aufmalt und dass man dann auch immer wieder jemanden hat, der auch mal drüber schauen kann. Wie gesagt, das machen wir natürlich dann unabhängig mit unseren Partnern oder da geben wir unsere Systematik mit. Aber gleichzeitig, das sollte, sage ich mal, das Grundfundament sein, wie man sich seinen Gedankengang an der Börse wirklich aufbauen will oder vor allem aufzubauen hat. Fehler entstehen dann eben nicht mehr durch die Handlungen, sondern nur noch durch den fehlerhaften Prozess. Und das gibt eine immense Ruhe und gleichzeitig kann man sich dann auch darauf fokussieren, das Ganze zu verbessern. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset-Ding, was ihr dann im Endeffekt übernehmen müsst. Das heißt, dass wir hier, wie gesagt, wenn wir dann nur noch prozessorientiert denken, das heißt, dass wir nur noch anfangen, diese Checkliste, die wir uns aufgebaut haben, dass wir nur noch anschauen, wie kann man die optimieren und wie kann ich die auf mich persönlich anpassen, dass ich zu jeder gegebenen Situation immer die richtige Entscheidung treffe und alle Bestandteile einfach nur noch beachtet habe. Und wenn man das hingekriegt hat, dann hat man auch vor allem diese innere Ruhe, man findet deutlich mehr Zeit und man kommt einfach oder man merkt einfach, dass die Entscheidungen, die man trifft, leichter von der Hand gehen und auch, wie gesagt, man zu jeder gegebenen Situation dann auch einfach weiß, was man zu tun hat. Weil, wie gesagt, wir wollen dann eben nicht mehr hinkommen zu sagen, ja, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, dies, das, jenes, sondern einfach zu schauen, okay, welchen Prozessbaustein kann ich in meiner Situation noch dazuführen? Wie gesagt, vielleicht ist man ja gestresster, vielleicht kann man nur morgens arbeiten, abends arbeiten, man ist viel auf Reisen, man kann eher nur, sag ich mal, vom Handy unterwegs sein. Was es auch gibt, das muss alles
in dieser Checkliste muss das alles mit abgebildet sein. Wie gesagt, es gibt einen klaren Handlungsprozess, wie man, sage ich mal, gute Chancen an der Börse findet. Aber gleichzeitig muss es auch einen richtigen Prozess geben, das in sein Leben implementieren zu können. Wie gesagt, wir wissen ja, oder die meisten Leute werden nicht 8 Stunden, 10 Stunden am Tag vorm PC hängen. Das ist auch absolut nicht nötig, beziehungsweise ist es auch eher, ehrlich gesagt, eher verwerflich, wenn man dadurch, ja, eher nach Sachen irgendwie die ganze Zeit sucht, anstatt einfach abzuwarten. Das heißt, man muss einfach seinen Prozess haben, für geile Chancen an der Börse zu finden, dass man auch gegen den Markt sich abhedgen kann oder auch wenn man vielleicht auch nur long eingestellt ist, dass man da weiß, okay, wo verkaufe ich mal einen Teil meiner Position, wo kaufe ich wieder nach und wie gehe ich einfach in diesem Marktverhalten um. Und das muss alles in dieser Checklist, es muss alles mit abgebildet sein und dadurch findet man einfach wieder diese Ruhe. Und gleichzeitig muss dann auch ein neuer Prozess sein, wie gesagt, diesen Prozess dann auch immer wieder zu analysieren, war das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Konnte ich irgendwie meine Entscheidung optimieren? Wie gesagt, wir handeln immer noch an der Börse und es sind immer noch Wahrscheinlichkeiten. Es kann einfach sein, auch wenn alles richtig war und wir zu eine Trefferquote von 99,9% von mir aus hatten, dass wirklich 0,001% gegen uns laufen. Und das ist okay. Wie gesagt, es muss nicht jede Entscheidung, muss nicht immer, sag ich mal, auch monetär sich zeigen, dass man da richtig lag. Aber die Entscheidung selbst, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, also die objektive Wahrheit zu diesem, in diesem Moment muss richtig gewesen sein. Das heißt, in diesem Moment muss ich wissen, alles klar, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, die war aus den Gegebenheiten war sie einfach richtig. In der Nachanalyse konnte ich auch immer noch feststellen, dass ich richtig lag. Vielleicht hätte man den einen oder anderen Punkt optimieren können, auch wenn nicht, dann passt es. Dann ist der Trade oder das Investment abgehakt und man geht zum nächsten. Und das ist wiederum das Schöne, aber wie gesagt, man muss einfach mal diese Arbeit sich machen, das ist aber auch nicht viel Arbeit, dass man so eine Checkliste aufbaut, dass man so einen ordentlichen Handlungsstrang hat, dass man immer wieder erkennt, okay, welche Lücken habe ich und wie nutze ich das Ganze gegeben meiner persönlichen Situation. Und wenn du jetzt an einem Punkt stehst, dass du noch nicht so eine Checkliste hast oder dass du einen stressigen Alltag hast, du bist Unternehmer, Selbstständiger, wie gesagt, möchtest dir einfach ja, mehr Zeit erkaufen oder wünschst dir einfach mehr Zeit für die Dinge im Leben zu haben, die dir wichtig sind, gleichzeitig möchtest du aber die Finanzen ja in die eigene Hand nehmen und das Ganze richtig umsetzen, dann melde dich gerne auf www.fibonaccicode.de für ein kostenloses Erstgespräch an. Wir können eben deine jetzige Situation analysieren, können dir genau mitgeben, welche Schritte bei dir wichtig sind, welche hilfreichen Tipps wir vielleicht dir jetzt schon an die Hand geben können und dann, wie vielleicht auch so eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich bedanke mich recht herzlich, lass uns gerne Feedback, ein Like da und bis zum nächsten Video.